Ja, hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir haben Ferien. Juhu, man darf gar nichts machen. Ja, wir sitzen jetzt alle zu Hause, mehr oder weniger eingesperrt, bis auf die paar Dinge, die man so machen darf. Ne, war gerade zum Beispiel nach dem guten, schönen alten Motto, oder was heißt altem Motto, ist ja ein neues Motto, Support your local dealer, war ich nämlich Drogen kaufen. Nein, Scherz, 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 Scherz. War bei einer Eisdiele. Und das Lustige bei der Eisdiele, so hin und wieder gibt es ja doch mal ein paar humorige Situationen, dank dieser Geschichte gerade. Die dürfen gar nicht verkaufen. Die dürfen nur noch nach Bestellung, also nach telefonischer Bestellung, dürfen die dann rausgeben für den Verzehr woanders. Also die Eisdiele selber darf es nicht mehr anbieten, dass man dort das Eis isst oder eben direkt auf die Hand nimmt, sondern man muss vorher bestellen. Lustige Szenen. Wir standen da dann alle, 5 Meter von dem Geschäft entfernt, telefonierten mit der Dame, die hinter der Theke stand, gaben unsere Bestellung telefonisch auf und nahmen dann das Päckchen Eis, das man dann auf dem Heimweg aß. War irgendwie lustig. Ansonsten, ja, ich wollte ein kleines Video heute machen, nämlich genau zu der Frage, was macht man in den Ferien? Homeschooling ist ja quasi auch vorbei. Ne, bis auf so ein paar Dinge, die man als Lehrer jetzt noch so raushaut. Ich habe noch einen kleinen Spaßtest zu Ostern online gestellt, der kommt demnächst raus. Andere Lehrer haben noch eine Knobelaufgabe für Mathe rausgegeben, dass ihr euch nicht so langweilt. Und so ein paar Tipps und Tricks zu dem, zu dem, was jetzt ansteht, wollte ich auch noch zeigen. Denn man kann ja jetzt eine ganze Menge machen. In den Urlaub fahren ist ja nicht. Und in meinem Falle kann ich noch nicht mal zur Familie, zu meinen Eltern fahren, denn die sind woanders hin und mein Vater hat dieses COPD-Gedöns. Da sollte ich jetzt gar nicht, gerade auch nicht auftauchen. Aber man experimentiert halt jetzt ein bisschen rum. Ne, zum Beispiel kennt ihr doch alle noch meinen Feuerzeugtrick mit der Hand. Ich habe ihn ein bisschen gepimpt. Ne? Denn, muss ich ernsthaft gucken. Das ist mein Effekt, wa? Und ich sage euch gar nicht, wie es geht, dann könnt ihr es nämlich zu Hause auch nicht nachmachen. Ansonsten, wenn ihr jetzt irgendwie experimentiert mit dem Feuerzeug, nicht alleine machen. Eltern dabei haben. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass nachher eure Bude irgendwie in Flammen steht. Naja, ansonsten, was kann man denn noch so alles machen? Interessante Dokus schauen zum Beispiel. Jetzt werdet ihr denken, Dokus, lernen in den Ferien? Ja, gibt's nette Sachen. Beispielsweise habe ich vor kurzem eine Doku gesehen auf Arte über den Blob. Ja. Nicht über den Horrorfilm aus den 60ern, da kam ja dieses außerirdische Blobwesen und hat alle Leute gefressen, sondern den Blob gibt es wirklich. Ist ein Schleimpilz. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist aber wahrscheinlich keine besonders unterhaltsame Doku, im Gegenteil. Was dieses Vieh nämlich kann, unfassbar, durch Labyrinthe wandern, ne, sich die schnellsten Wege suchen nach einem Fahrplan. Echt interessant. Der Link zu der Dokumentation habe ich euch unten in die Infobox reingesetzt. Wenn ihr mal wissen wollt, was der Blob so kann, dann guckt euch das an. Wo ich auch hängen geblieben bin, das sind zum Beispiel Pflanzenhacks. So ein paar Pflanzenhacks kennt man ja sowieso. Ne? Beispielsweise, man nimmt einen Avocadokern, Stiele rein, ins Wasser halten und nach einer ganzen Zeit kommt da so ein kleines Pflänzchen bei raus. Ein paar andere Dinge, die ich jetzt ausprobiert habe, wie zum Beispiel das hier. Kleines Mini-Gewächshaus, eigentlich nur so ein Aufbewahrungskasten. Da habe ich Paprikasamen reingepackt. Und zwar diese weißen Dinger, die so in Paprikas drin sind. Die sollen, wenn man sie im Boden steckt, auch einfach wachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob dabei keimfähige oder ob dabei früchtetragende Pflanzen rauskommen. Meistens bekommt man ja, oder die meisten Sorten, die man im Supermarkt bekommt, sind ja sogenannte Hybridpflanzen. Das heißt, die Samen, die man dann verwendet, treiben zwar oder erzeugen zwar eine Pflanze, die Pflanze an sich treibt dann aber keine Früchte aus. Ne? Deswegen sind ja die Landwirte heutzutage weltweit verflucht, immer schön Saatgut zu kaufen, weil es kaum noch samenfeste Pflanzen gibt. Gibt es, könnt ihr im Internet googeln. Da kann man dann Pflanzen ziehen, indem man dann am Ende des Jahres, zum Beispiel bei Bohnen, ein paar Bohnen behält, kann man im nächsten Jahr dieselben wieder aufpflanzen. Braucht man kein Saatgut kaufen. Auch ein Pflanzenhack, den ich ausprobieren wollte, die Kiwi. Auch hier sind Samen drin und da soll man auch gute kleine Pflänzchen mitziehen können. Mal ausprobieren. Der größte Hack, den ich ausprobieren möchte, eine Ananas
selber ziehen. Soll auch ganz leicht sein. Ich habe es mit einer kleinen Ananas schon mal probiert. Wobei da der pflanzliche Teil hier oben, der Blattteil, schon ziemlich ausgetrocknet war. Ich weiß nicht, ob der noch wirklich mal durchkommt. Aber auch hier soll man einfach ganz einfach den Stumpf hier rausziehen. Ein bisschen drehen. Er bewegt sich, aber er tut nichts. Knack. Genau. Kann man essen. Lecker Ananas. Und hier, da ist jetzt schon ziemlich alles ab. Da soll man jetzt nur noch die unteren Blätter so ein bisschen abmachen. So. Ich mache jetzt nicht ganz, aber da kann man schon sehen, hier sollen dann irgendwann an diesen Blattspitzen so ein paar Wurzeln entstehen. Und dann muss man das ganze Ding, das Video, was ich gesehen habe, der wird hier unten noch, kommt hier unten noch Holzkohlepulver dran. Das wird einfach in Holzkohlepulver getunkt, damit das hier nicht anfängt zu gammeln. Und dann stellt man das ganze Ding, so wie es ist, in den Topf mit Erde. Dann hier oben soll immer Wasser rein. Und dann soll das Ding wachsen. Irgendwann kleine Ableger bilden. Diese Ableger kann man dann auch wieder einpflanzen. Und diese Ableger sollen dann tatsächlich echte Ananas ausbilden. Ansonsten hat man einfach eine schöne grüne Pflanze für daheim. Das probiere ich noch aus. Auch dazu die passenden Links habe ich euch unten in die Infobox gestellt. Ihr könnt auch einfach selber googeln. Wenn ihr Pflanzenhacks eingibt, kommen unendlich viele Seiten. Irgendwie die 30 besten Pflanzenhacks, die 40 besten Pflanzenhacks. Einfach mal durchgehen. Da hat man auch eine ganze Menge zu tun. Was kann man noch machen in den Ferien? Kreativ werden. Und das machen ja die meisten, gerade die Künstler. Die haben ja auch viel Zeit und dürfen irgendwo auftreten. Gerade die werden kreativ. Und das dann kann natürlich auch jeder machen. Ne? Nicht nur Bücher lesen, sondern auch zum Beispiel Bücher schreiben. Hab nämlich beim Aufräumen selber noch einen kleinen Entwurf gefunden. Das Ding dürfte jetzt ungefähr 20 Jahre alt sein. Ich hatte die Dateien ja auch noch, musste dann aber feststellen, dass die Dateien in einem so alten Word-Format war, dass das moderne Office das gar nicht mehr verarbeiten wollte. Gott sei Dank konnte man den Text noch kopieren und in eine neue Datei packen. Aber ich glaube, da werde ich mich vielleicht demnächst auch nochmal dran setzen. Nochmal kreativ werden, und zwar kann man ja auch einige Filmchen drehen. Ich habe ja schon mal erwähnt in einem anderen Video, dass ich mich mit einem neuen Schnittprogramm beschäftige, und zwar, wie heißt es? Genau, Shotcut. Auch dazu den Link unten findet ihr. Kostenloses Programm. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich so ein kleines YouTube-Tutorial angeguckt hat zu dem Programm, wird man sehr schnell feststellen, da ist was mit zu machen. Und auch das Tutorial findet ihr unten. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ihr schon dabei seid und zu Hause sitzt und nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit anfangen könnt, rufe ich doch mal so einen kleinen Kurzfilmwettbewerb ins Leben. Und zwar Thema Osterferien zu Hause. Und da schnappt ihr euch einfach eine Kamera. Und ganz wichtig für die Leute, die das mit einem Handy machen wollen, wahrscheinlich machen das alle mit dem Handy, das Handy nicht hochkant, sondern alles, was mit Film zu tun hat, quer. 16:9 Breitbild. Das ist das Format der Stunde. Ansonsten kennt ihr das aus dem Fernsehen jetzt gerade, wo die ganzen Stars sich selber filmen. Links und rechts ist eine ganze Menge nix und in der Mitte so eine kleine Säule, wo dann jemand zu sehen ist. Nein, immer schön Breitfilm. Ob ihr dann das Programm Shotcut benutzt oder das Programm, das auf eurem Handy drauf ist oder irgendein anderes, das ist dann letzten Endes Wurst. Aber einfach mal so kleine Filme machen, egal ob sie lustig, düster, spannend, unterhaltsam. Ja, unterhaltsam sollen sie natürlich alle sein. Künstlerisch, animiert, gefilmt. Oder. Da könnt ihr selber mal kreativ werden und es gibt tolle Preise. Habe ich mir überlegt. So richtig mit Pokal und allem. Passend zu einem Filmfestival. Gibt es dann die Goldene Emily. Genau. Wie ihr die dann zu mir lassen kommt, die Filme zu mir kommen lassen könnt. War jetzt glaube ich auch grammatikalisch falsch. Aber egal. Per E-Mail wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ansonsten. Oder versucht es einfach mal, je nachdem. Sollten vielleicht so, ich sag mal, 1, 2, 3 Minuten lang sein. Halt ein typischer kleiner Clip
mit irgendwie, passend zum Thema Osterferien, was zu Hause eben geht und was nicht. Das könntet ihr mal machen. Ja, das wäre es dann erstmal von meiner Seite wieder. Wir haben ja hier so einen kleinen Sommereinbruch. Mal schauen, wie lange der noch anhält. Alle sind ja jetzt gerade verzweifelt auf der Suche, irgendwie Sonnenlicht abzukriegen. Nehmen jede kleine Entschuldigung oder jede kleine Ausrede, irgendwie mal nach draußen zu kommen. Ob es mit dem Fahrrad ist oder zum Supermarkt. Oh, im Supermarkt. Schlangen. Mittlerweile haben sie ja alle irgendwelche komischen Regelungen gefunden. Ne, bei dem einen darf man nur mit dem Einkaufswagen rein. Was ja auch praktisch ist, dann hält man automatisch Abstand. Es sei denn natürlich, Leute stehen dann mitten im Gang, den Einkaufswagen so weit von sich gehalten, sind da dann am Rumsuchen und dann muss man sich da irgendwie dran vorbeiquetschen. Oder einer rein, einer raus. Ne, erst einer raus, dann darf einer rein. Der Haken ist nur, wenn innen drin rein keiner mehr ist, wissen die, die draußen stehen, oder da können sie lange warten, bis einer rauskommt. Ne, kleiner Tipp von dem Rewe in Mülheim-Kärlich. Mal kurz nach draußen gucken, wie viele da überhaupt noch stehen, wenn bei euch im Laden schon keiner mehr drin ist. Dann einfach kurz Bescheid sagen, ihr dürft reinkommen. Zumindest ein paar. Damit auch einer rauskommen kann, damit die ja reinkommen. Tja. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr weiterhin schöne Ferien habt. Und vor allen Dingen, fangt was an mit eurer Zeit. Tschüss!